Wie überdimensionale Staubsauger lesen die Maschinen den trockenen Torf auf. So geht das seit Jahrzehnten in diesem Moor im Süden von Weißrussland und im ganzen Land. Aus dem Torf werden Heizbriketts gepresst. Weißrussland will nicht vollkommen abhängig sein vom Gas und Öl aus Russland. Für die deutsche Moorforscherin Annette Thiele und ihre weißrussische Kollegin ist es immer wieder ein kleiner Schock, auf Torfabbaugebieten zu stehen. Es ist ganz schrecklich. Also, als ich das erste Mal gesehen habe vor 1,5 Jahren, fand ich es richtig erschreckend, richtig gruselig. Man gewöhnt sich dran, aber es ist natürlich, wenn man weiß, wie es im natürlichen Zustand aussieht, was für Geräusche entstehen in diesem Moor, die Frösche, die Seggenrohrsänger, die Vögelchen, die dort leben, dann ist es einfach grauselig, wirklich gruselig. Nirgends in Europa gibt es so viele Moore wie in Weißrussland. 15% des Landes sind damit bedeckt. Doch die Hälfte der Moorflächen wurde zu Sowjetzeiten entwässert für Torfabbau und Landwirtschaft. Von trockengelegten Flächen verschwinden nicht nur wilde Pflanzen und Tiere. Entwässerte Moore schaden dem Klima. Annette Thiele, die seit fast 2 Jahren in Weißrussland lebt und forscht, sagt, pro Hektar werden bis zu 24 Tonnen Treibhausgase frei. Sobald man Moore entwässert, also Kanäle installiert und das Wasser aus der Landschaft herausholt, fängt der Torf an, sich zu mineralisieren. Luft geringt an den Torf und Mikroben zersetzen den Torf in seine Bestandteile. Dabei wird CO2 vor allem frei.